Bis man bei einem Nachtraining zu Hause fahren, ist es wurscht. Nein. Dämmerung, ich mach auf Dämmerung. Sonnig und regnerisch. Nein, ich mach auf Dämmerung. Hab ich gerade Fahrkarten-Ding. Hä? Ich beende es mit Vater. Die scheiß Fahrkarten gefallen mir gar nicht. Die Scheiße. Hast du das wieder aktiviert? Ja. Ich will ein bisschen das Busfeeling haben. Das Busfahrer-Feeling. Also, das ist ein Feeling auf den Busfahrer. Ah. Jetzt bin ich im. Für 3 Euro. Hast du bitte 3 Euro? 3 Euro. 3 Euro für mich. Nein, hab ich nicht. Kuchen! Söhne! Scheiß auf den LKW, da war schon mal Tiere-Ringer. Wer da? Was ist denn da? Der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Wer da? Was ist das hier? Spacken, Kinder da. Hey, scheiß LKW. Oh, du blinkst nicht. Blinken. Mach doch nichts. Hau mal aus dem Fenster. Deswegen habe ich das Spiel eigentlich immer gekostet, der Verkehr auf das Deppert für alles war. Ja, fahr schon mal aus, zieh so. Ein wenig mal. Mhm. Dann kannst du mich nach rechts oder nach links hier nachdenken. Achso, also nimmst du auf, okay. Ja, für die ganze Zeit, aber okay. Seit 3 Minuten auf die Fest. Ja, der ist da oben. Da muss ich nicht blinken. Du bist doch gerade wirklich am 30er durch. Ja, warum nicht? Aber da knallst du einfach durch, Alter. Das ist so ein Mini-Baustell. Mit so einer Baustell fahre ich auch kein 30er. Ach, wir müssen mit den 60er im Täter stehen, Alter. Wenn sie das dabei. Tüten! Ich mach's meistens auch, wenn ich circa unter 20 km/h schaffe. Weil du nicht einfach viel schneller am Stehen bleibst. Aussteigen, einsteigen. Bitte 3 Euro. Nächster Halt, auf Verlangen. Nordspeicher. Schön, wenn man hier unterwegs so durchrennen. Na, kann man aber nicht. Kann man gar nicht spielen. Scheiß Polo. Hey, was? Du machst du mit einer Taste 3 Lücke? Oh, ha, du machst mit all. Ja, ey, Mann, ja, schau zu sehen. Ja, ich meine normales Licht. Straßenlicht, rede. Brauchst du ja oder nicht? Ja. Alles wird nicht auf, das wird nicht aufmachen. Nein, wenn es ein. Das Straßenlicht muss auch irgendwie tasten dann. Ja. Das habe ich gemeint damals. Das habe ich gestern gemeint. Über 20 km nicht, weil dann sagt er das an. Hinten! Hä, hey, aber dass das erst irgendwann später hat. Na, was? Mach Türen auf, du hast das vorne, du hast die vorderen. Den Fehler habe ich nämlich auch schon mehrmals gehabt, der Fakt so war. Weil es halt auch so viel Zeit kostet. Obwohl ich auf die Zeit eigentlich nicht schaue, da die Zeit juckt mich nicht. Nicht überhaupt. Das ist gleich mal 10er Strafe, oder? So, oder? 5 Strafe? 10er. 10 Euro? Nein, nicht 10 Euro im Sinne von 10er. Also nicht im Sinne von 10 Euro, sondern auch von 10er, halt 10k. 10.000? Ja. Oh, Unfall, musst du ausweichen. Knall durch. Scheiß auf 30 Euro. Ah, das hat er gemeint. Ich weiß, wer hab ich das? Alter! Ja, da muss ich mal. Das Mann, wir müssen gerade jetzt richtig hinten reinkommen. Ja. Du kennst ja meine Elektrobusse, haben sie, ne? Ja. Weil ich war gerade einfach ins Gas gestiegen und hätte ihn überholt.
Also wenn das passiert. Gibt's da Busse mit dem, was man richtig hart holen, weil das richtig schnell kommt? Nein, leider nicht. Aber den Omni, den du möchtest ja fast in den. Also der Mod selber ist ja von einem anderen, aber die ganze Kraft, die kennst du, ne? Die ganze Kraft, die er dazu gekriegt hat. Du kannst mit der Straßenbahn abfahren oder was? Ja, in Omni kann man. Obwohl es eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist, aber trotzdem ist es irgendwie möglich. Was? Und der zieht bei 100 nur genauso gut wie es da dann jetzt von 20 auf 40 Jahren. Der hat immer dieselbe Kraft noch gefunden. Also wenn ich jetzt bei 200 einsteigt, der geht von 200 auf 210 in ein paar Sekunden. Warum schon wieder fahren mit verriegelten Türen? Mach auf und schau nach welche. Nein, nicht. Mach die normalen auf. Das ist schon wieder die Farbe. Jetzt hätte ich für irgendwie Kilometer 20.000 brennen müssen, oder? Ich hätte mir gebracht, oder? Was? Aber nicht, wenn auch knallt hätte und... Person? Ja. Der hat 10 Jahre mindestens dabei. Wenn du den zweiten mitnimmst, also im Sinne von später nur und dann hast du ja, dann hast du es eigentlich schon geschafft, also dann hast du geschissen. Ich glaube, dann kannst du eh kommen mit das. Alter, du sollst für arme Menschen umfahren an 10er, Alter, als 10k. Bitte 3 Euro. 3 Euro. Hast du bitte 3 Euro? Euro. Scooter, Flavio. Da draußen. Da war gerade einer. Und davon ist er geblieben. Fahr da drüben. Also. Na, über das Ding kannst du. Ohne Fahrgäste kannst du über das Ding voll schnell klettern. Aber ja, Kevin, okay, nicht so was ich kann. Vor allem die ganze erste Jahr gemacht, ich fällt sich voll geil aus. Das geht ja aus, ich bin eine. Geht ja aus, ich bin eine. Ich bin nur auf Strafe, da reden wir mit drüber bitte. Weißt du warum? Du hast das Garagentor mitgenommen. Ich hab's auch gemerkt, ja. Wenn die jetzt mal nach oben so zogen. Tür dann auf. Und raus. Ja, vielen Dank für die Blumen. Vor allem müsst ihr jetzt in mein Büro rein und das ist eigentlich viel geil. Lass mal. Aber wieder das Bremsen. Kollision. Wo ist denn Kollision? Also, Baby Steps! Die fressen. 190.000. Oh. Hol dir ein Cetra. Mit dem fährst du und der Mitarbeiter fährt mit dem Citaro K. Cetra kaufen. Ich hab nur immer 32.000. Willst du die Lackierung auch noch auf wieder? Also andere Farbe, weil es. Kostet mir das auch noch Geld, oder? Ich glaube, nur ein Tausender, glaube ich. Ich mach jetzt rot-weiß, okay? Mach rot und rot. Nein, aber das ist schon pink. Da, rot und rot. Okay. Ich nehme immer das hellere Rot. Probieren wir das andere Rot schnell. Ich finde das geiler. Machen wir das ganz linke da. Ist er da? Schaut irgendwie auch viel geil aus, oder? Blau. Nehmen wir mal das hellere. Schau, oder? Schaut das geil aus? Ja. Ja. Okay. Du zahlst immer 1.000, egal wie viel du eigentlich veränderst. Achso, bitte, der Euro. Schau mal nach, was auch noch mal. Na, jetzt bist du im Shop. Du musst zu meiner Busse. Ja, dann jetzt holst du noch einen Mitarbeiter. Weiß alles über die Nachbarkatze, schau gerne alte Filme, erfasst mal eine römische Katakombe. Traumreise. Okay, du ist schon mal weg, Alter. Hab mal am Hafen gehabt. Von der Komikerschule geflogen, tschüss. Weg. Susanne Hauser wird eine wieder. Einstellen. Ja, aber ich da trotten du die nie weg eigentlich, also verwerfen, weil... Digga, man, wer weiß, vielleicht brauchst du es noch irgendwann noch. Kriege ich jetzt gar keine Bewerbungen mehr? Doch, kriegst du, aber ich sag's einfach nur, dass du es vielleicht lassen sollst, weil ich glaube, bis die Bewerbungen reinkommen. Also das. Dann jetzt muss, glaube ich, du musst, glaube ich, nur zuweisen, wo die, glaube ich, fährt. Glaube ich. Nein, du hast es entlassen! Oh. Digga. Die war so gut.